Hallo und herzlich willkommen zum Thema Funktionen in Vue. Mein Name ist Annika Plotka. In diesem und auch in den ganzen nächsten Beiträgen beschäftige ich mich einmal mal vermehrt mit dem Funktionseditor innerhalb von Vue. Alleweil, der in meinen Augen einfach viel zu wenig beachtet wird. Weil die meisten halt eben, wenn ich mal hier doppelklicke für das Material, entweder hier mit diesem ganz einfachen Materialeditor arbeiten oder wenn dann mit dem erweiterten Materialeditor, mit dem man mit Sicherheit auch schon unheimlich viele Einstellungen vornehmen kann. Allerdings ist das Nonplusultra halt eben mit der rechten Maustaste, zum Beispiel jetzt hier bei Colon Alpha, ist ja egal, und die Funktion einfach mal zu editieren und sich mal mit dem Funktionseditor zu beschäftigen. Ich kann das im Grunde eigentlich recht gut verstehen, weil ja das Ganze eben doch recht viele Funktionen eben enthält und man sich vielleicht erschlagen fühlt im ersten Moment, was man hier alles machen könnte und warum man das tun sollte, was der tiefere Sinn da drin ist. Dafür gibt es bereits im Media-Bereich, im Forum unter Vue 8 für die Gelände schon ein paar Videotutorialien, in denen ich hier einmal kurz auf den Funktionseditor an sich eingegangen bin. Die kann man sich mal angucken, denn alles, was in Vue 8 an Funktionen und so weiter hier funktioniert hat, funktioniert natürlich auch in Vue 9 oder noch höheren Versionen. Ich persönlich arbeite hier jetzt momentan mit der Version Vue 9 Infinity, auch wenn seit vorgestern bereits Vue 9.5 auf dem Markt ist. Denn also die Version 9.5 kann man entweder nur erhalten, wenn man jetzt ganz neu eine Version kauft oder halt diesen jährlichen Zusatz sich da besorgt hat. Persönlich nutze diesen Zusatz. Allerdings sehe ich jetzt in der Version 9.5 nicht so die großen Änderungen, wie jetzt zum Beispiel von der Version Vue 8 nach Vue 9. Und werde deshalb mit Vue 9.5 hier erstmal so nicht arbeiten. Und all das, was in Vue 9.5 neu ist, wird auch in Vue 10 enthalten sein und spätestens da wird man das Ganze sehen. Aber da arbeiten halt eben nicht wirklich viele mit. Wie gesagt, es sei denn, man hat das neu gekauft. Auch diesen Zusatz besorgt sich noch lange nicht jeder. Und deswegen soll diese Version hier einfach mal reichen. Mit Infinity arbeite ich einfach deswegen, weil ich habe es erst mit der Version Pioneer versucht. Theoretisch möglich, zumindest die Anfangsschritte, kann man auch in Pioneer nachholen. Allerdings fehlt in der Version Pioneer zum Beispiel hier diese beiden Punkte. Ja, man kann keine eigene Metanode erstellen. Man kann sich hier das Material so nicht anzeigen lassen. Und auch diese Übersicht hier, die fehlt eben einfach, was hier an diversen Störungen und so weiter eventuell fehlt. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Und ja, die Mitglieder im Forum arbeiten halt eben alle mit unterschiedlichen Versionen. Und ich kenne auch nicht jede einzeln, was da jetzt so enthalten ist oder nicht. Aber also zumindest diese Bereiche hier, die sollten doch überall enthalten sein. Wenn man sich im Funktionseditor ein wenig mal umguckt, sich damit beschäftigt und im Anschluss auch ein wenig besser auskennt, wird man sehr schnell feststellen, dass man aus einigen der Materialien, die man in Vue hat, noch weitaus mehr herausholen kann oder diese halt eben verändern kann und den Ansprüchen anpassen kann, die man halt eben für jeweiliges Objekt gerade so benötigt. Und das Ganze werde ich hier erstmal schrittweise zeigen. Beispielhaft zunächst an einer Kugel. Eigentlich in recht vielen Beiträgen an einer Kugel. Vielleicht ist es auch mal ein Würfel oder so. Aber eben an diesen einfachen Dingen. Und im Anschluss daran werde ich auch nochmal in den Geländeeditor gehen und das Ganze nochmal an den Geländen ein wenig darstellen. Okay, hier auf der linken Seite hat man alle Dinge, die man dem Funktionseditor an sich hinzufügen kann, sage ich mal. Hier oben hat man diese, ich sag mal, sogenannten Eingangsknoten. Sowas, was man alles hier oben schon vorfindet. Also um was handelt es sich denn? Meint man die Position zum Beispiel, ja, die Zeit und so weiter, ja. Wenn ich hier mal länger klicke, da gibt es doch ziemlich viele Dinge, die halt hier oben nicht mit drin sind, die man aber auswählen kann, wenn man sie denn benötigt. Gleiches gilt für diesen Punkt hier, ja, was man hier noch hinzufügen kann, die allerdings hier unten nicht aufgelistet sind. Also was betrifft denn das jetzt? Die Farbe, ja, die Bump, die Transparenz und so weiter. Oder halt eben einen anderen Punkt, den man sich hier halt eben noch auswählt.
Man kann Störungen hinzufügen, man kann Funktionen hinzufügen, man kann hier mit den Farben rumspielen, man kann hier auch Bilder hinzufügen, Filter kann man benutzen, eine Konstante kann man hinzufügen, Turbulenz kann man hinzufügen, einen Blender kann man hinzufügen. Den Blender benutzt man hier auf jeden Fall auch noch. Mathematische Dinge findet man hier und die Zeit. Die Zeit braucht man so häufig nicht. Am meisten eigentlich hier diese Bereiche, kommt immer darauf an, was man macht. Und auch häufiger mal ein Filter, vielleicht auch mal die Turbulenzen, auf jeden Fall hier den Blender. Ab und an auch mal hier diesen, aber mit der Zeit, wenn man so Animationen hat und zum Beispiel darstellen möchte, dass ja, man hat jetzt ein Meer und da sollen sich halt die Wellen drauf bewegen, da bräuchte man schon ein bisschen Zeit. Und hierüber kann man einen Metanode aufrufen. Das funktioniert sogar in der Version Pioneer, auch wenn man keine eigenen erstellen kann. Der leere Bereich hier unten ist momentan leer, weil ich hier einfach in einem freien Feld bin. Und normalerweise wird hier alles angezeigt, was man einstellen kann für jeweiligen Knoten, den man hier so hinzugefügt hat. Also wenn ich jetzt einfach mal auf die Farbe klicke, ja, sieht man hier den Namen, wie das Ganze heißt. Könnte man jetzt noch ein bisschen ändern. Und genau für diese Color Map hat man halt eben diese Einstellung. Kann man einen Titel vorgeben, also einen Namen, eine kleine Beschreibung und die Farbe oder einen Farbverlauf auswählen. Hier oben das sind, ja, ich sag mal so, Hilfsmittel. Fangen wir mal hier links an. Ja, da kann man einige Einstellungen vornehmen. Schön ist hier diese Vorschau-Option. Wenn ich hier einmal klicke, hat man hier dieses Fenster. Und kann zum Beispiel einstellen, momentan ist das Ganze eine Kugel, das ist Standard immer eine Kugel. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel so Baumrindentexturen erstelle oder den Funktionseditor benötige für diverse Geländeeinstellungen oder so, dann könnte man das Ganze zum Beispiel hier auf Terrain ändern, ja, und dann hat man direkt die Ansicht, dann sieht man das hier schon besser. Oder halt eben auf den Zylinder oder wie auch immer, dass man das angezeigt haben möchte. Ja, ich stelle es mal zurück auf Kugel. Dann hat man hier dieses Symbol, das ist Standard deaktiviert. Ja, manchmal hat man bei manchen Knoten hier an der Seite noch so, ja, sag mal so Ärmchen, die, wenn das Ganze deaktiviert ist, allerdings nicht angezeigt werden. Ich hier klicke, hier gibt es jetzt nicht so viel mit Ärmchen, deswegen sieht man hier keine. Wenn hier ein Knoten rechts so Ärmchen hätte, dann würde man die jetzt sehen. Ja, ich jetzt mal hier auf dieses klicke. Sieht man zum Beispiel für die Color Map hier dieses Symbol, das ist, wenn man diese Funktion hier nutzen möchte, um das in einem Metanode nachher darzustellen, kann man das hier klicken. Einige Knoten haben aber neben diesem Symbol hier noch so eine Art Blitz, das sehen wir nachher. Und wenn man auf diesen Blitz klickt, kann man eine Verbindung zu einem anderen Knoten herstellen oder man nimmt halt eben dieses Ärmchen. Moment, ich sag mal eben okay. Gehen wir hier auf die Bumps. Jetzt leuchtet hier der Bereich Bump. Ganz einfach, weil ich den gerade eben ausgewählt habe. Und das ist eben, dass man das besser erkennt. Auch wenn ich jetzt hier reinklicke, ist der hell erleuchtet und die anderen sind ausgegraut. Obwohl die natürlich auch funktionieren. Aber das ist halt eben zum besseren Erkennen, über welche Lasche ist man eigentlich hier hineingekommen. Ich jetzt hier einfach mal ja, eine Funktion hinzu, also ein einfaches Fraktal hinzufüge, sieht man hier diese Blitze. Und man sieht hier die Ärmchen. Die sind natürlich sehr mini. Also entweder fährt man mit der Maus ganz langsam darüber und wartet, bis der Tooltip angezeigt wird. Ja, man kann auch reinzoomen, damit man das was besser sieht. Aber jeder guckt halt eben auch unterschiedlich und hat vielleicht auch immer noch seine Schwierigkeiten. Dann kann man eben einfach hier klicken. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Largest Feature und automatisch wäre dazu eine Verbindung. Ja, da muss man hier nicht über die Ärmchen überall drüber fahren und gucken. Entferne das wieder. Und ja, da man gerade reingezoomt hat, muss man hier schon scrollen, obwohl hier nur so wenig vorhanden ist. Entweder geht man über das Minus dahin oder wenn man eine ganze Übersicht haben möchte, klickt man einfach einmal hier. Ja, und hat wieder eine normale Übersicht. Anfangen möchte ich hier mit dem Thema nicht einfach nur Kugeln, deswegen habe ich meiner Szene hier bereits eine Kugel hinzugefügt, die ja nun eben ja auch einfach nur nach Kugel aussieht. Da kann man auch eine andere Farbe oder ein anderes Material geben. Es wird größtenteils immer eben eine Kugel bleiben. Das kann man aber auch ändern und genau das möchte ich eben
in diesem ersten Beitrag durchführen, bevor ich mich im Anschluss dann mal um die Farbe an sich kümmere. Das Ganze mache ich hier über die Bump, deswegen bin ich gerade über die Lasche schon hier hingegangen und habe schon mal den ersten Funktionsknoten hier hinzugefügt, den ich eben dafür benötige. Das Ganze ist verbunden schon über die Position, mit einem einfachen Fraktal. Allerdings weiß Pino gar nicht, das hat noch keinen Endpunkt. Also, was betrifft denn das Ganze? Wo soll das hin? Ist das für die Farbe oder was? Deswegen nehme ich hier von der Bump und ziehe das Ganze bis dahin. Mit der linken Maustaste hochziehen, festhalten, ein bisschen warten im Kreis, sonst fluppt das wieder weg. Und dann hat man hier die Wahl, momentan zumindest bei diesem Knoten, zwischen Attitude und Rough Areas. Ich will hier einfach mal Attitude. Und da wäre der Knoten. So, dieser heißt hier einfaches Fraktal. Und wenn ich hier klicke, gibt es noch ein paar andere. Diese hier sind neu mit Vue 9. Die sind Vue 8 noch nicht enthalten. Und ich bleibe einfach mal beim einfachen Fraktal. Und hier kann man die Störung auswählen. Ja, wenn man hier klickt. Und ich entscheide mich hier jetzt für dieses Beispiel einfach mal für Voronoi. Und ja, hier sieht man nicht wirklich viel. Hier sieht man, dass das Ganze so in Graustufen gehalten ist. An der Kugel an sich in der Vorschau sieht man auch noch nicht viel. Deswegen ist es immer schön, wenn man hier diese Funktion hat, einfach mal klicken. Und dann sieht man, dass man da schon so ein bisschen Struktur an der Kugel halt eben hat. Und die kann man dann noch verändern. Hier über Metascale kann man das Ganze einstellen. Oder hier Largest Feature. Oder eben beide zusammen. Ja, man kann Smallest Feature, ist das denn sehr detailliert oder eben weniger? Wenn man weniger Details benötigt, dann kann man das Ganze auch nach oben holen. Das ist jetzt sehr hoch, das Ganze schon wieder glatt. Ja, so zum Beispiel die Roughness, also wie raus das Ganze. Ja, ich das hier Vollanschlag mache, sieht das Ganze eben so aus. Da kann ich auch wieder ein bisschen wegnehmen. Und Gain kann man hinzufügen. Diese beiden Regler arbeiten hier eng zusammen. Ja, man könnte hier theoretisch noch den Filter ändern. Da kann man zum Beispiel mit der rechten Maustaste klicken und einfach mal einen Filter laden. Und wählt sich einen aus diesen vielen Filtern halt eben aus, die man so verwenden möchte. Ja, die Vue 8 Filter sind jetzt so anders, nicht wie die anderen. Oder man klickt und editiert den Filter und bekommt dann dieses Fenster hier, das sich, egal über welche Art und Weise ich dieses Fenster öffne, nicht groß unterscheidet. Also egal, ob ich jetzt diesen Filter hier habe oder hier einen neuen Filter hinzufüge oder im Material-Editor an sich den Filter verändern werde, der sieht halt eben immer irgendwie so aus. Dann kann man hier reinzoomen, man kann rauszoomen. Das ist eine sehr nützliche Funktion, wenn man hier diese Punkte, um das Ganze zu verändern, ziemlich weit am Rand hat und normal nicht drankommt in der normalen Ansicht. Da verkleinert man das und dann sieht man das und dann kann man das dann ändern. Ja, oder eben in der normalen Ansicht wieder. Und hier gibt es den Punkt schon. Den kann ich jetzt verstellen. Also nochmal zurück. Sieht das Ganze so aus. Oder halt das kleine, man sieht auch hier an der Kugel ändert sich das Ganze, wie das aussieht. Ja, möchte man einen neuen hinzufügen, kann man entweder hier einen neuen einfach hinzufügen oder eben an der Stelle, wo man ihn auch haben möchte, einfach doppelt klicken und schon hat man einen neuen Punkt. Ja, und man sieht, man nimmt das Ganze wieder etwas weg. Man kann hier überall Punkte hinsetzen, wo man das gerne möchte. Aha, dann holt man zwischendurch wieder ein bisschen mehr vor. So, jetzt einfach mal zum Beispiel, und man sieht schon, die Kugel verändert die Form schon. Wem das Ganze so zu eckig ist, der kann einfach hier einmal klicken und dann wird das Ganze etwas abgerundet. Und dann kann man hier rüber das Ganze noch verändern, wie man das haben möchte. Ja. Wie man das halt eben braucht. Ein bisschen glatter, ein bisschen rauer
oder wie auch immer. Ich lasse das jetzt einfach mal so, sage okay. Und das alles mit diesem ganz einfachen Fraktal und dann Voronoi. Man kann hier auch die Wellenlänge für die einzelnen Achsen verändern. Man kann hier auch ein bisschen Rotation reinbringen oder eben auch lassen, ja. Und die Wellenlänge kann man hier ändern, zum Beispiel auf 4.5. Ach, 4.5. Und man sieht dann schon, ja, was für eine Auswirkung das Ganze hat. Ich da jetzt auch den Wert eingebe, ändert das nicht wirklich viel. Und da kann man halt eben gucken, wie man es gerne hätte. Und die Richtung kann man auch ändern, ebenfalls für alle drei Achsen. Standard stehen die hier auf 0. Man muss auch nicht alle hier ändern, man kann hier auch zum Beispiel hier sagen 250. Ja, dann sieht das Ganze jetzt schon so aus. Ich lasse das Ganze einfach mal so, sage okay. Hier kann man einmal aktualisieren kurz. Okay. Und zeige erstmal die Kugel, wie sie eigentlich zum Standard eben aussah gerade eben. Also eben eine ganz einfache Kugel und rendere das Ganze eben noch einmal. Was dann eben momentan zum Beispiel so aussieht. Warum sieht das jetzt so aus? Ganz einfach. Ich gehe nochmal hier in den Materialeditor. Und zwar hat die Bump automatisch eine Tiefe, in diesem Falle jetzt von 0.2, die man auch noch verändern kann. Also man kann ja hier zum Beispiel eine 6 eingeben. Ja, und je höher der Wert, man sieht es hier schon, umso größer die Änderungen. Ich rendere das eben nochmal. Und das Ganze würde jetzt momentan so aussehen zum Beispiel. Dann ändere ich das Ganze einfach mal auf 3. Nicht ganz so extrem. Oder komme auf 2. Und hake hier einfach mal Displacement an. Displacement verändert das Objekt an sich, wie man gleich feststellen wird. Übrigens findet man hier auch noch einen Filter. Und der Unterschied ist, während wir hier den Filter benutzt haben, der bezieht sich rein auf dieses einfache Fraktal Voronoi. Und dieser Filter bezieht sich aber auf die Bump. Natürlich in Verbindung mit den gesetzten Knoten da, aber eben wie die Bump Map funktioniert, sage ich mal. Ja? Ich hake jetzt einfach mal Displacement an und sage dann auch noch, füge das der Bump hinzu. Und wie Sie sehen, sehen Sie gleich nichts mehr, weil das die Kugel komplett verändert. Und in diesem Falle sehr extrem, weil die Tiefe für die Bump auch 2.0 beträgt, wie hier. Wenn man das Ganze ändern möchte, sollte man hier vielleicht nicht die Bump unbedingt runtersetzen, sondern wählt hier die Bump und gibt da zum Beispiel einen Punkt 500 rein. Ja, ist immer noch sehr hoch. Dann gibt man vielleicht eine 1 ein. Und dann macht man hier vielleicht auch nicht die Tiefe auf 2, sondern versucht es vielleicht doch mal mit 1. Man kann übrigens bei der Bump auch in die Tiefe gehen, also Minuswerte benutzen. So ist das Ganze, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Ups, erhöht das ja sehr. Dann mache ich das mal manuell. So, zum Beispiel sage okay. Kugel mal ein bisschen weiter zurück. Und rendere das Ganze einfach nochmal. Und die Kugel sieht schon weitaus weniger nach Kugel aus als gerade eben noch. Aber man kann noch weitaus mehr machen. Und dafür gehe ich wieder auf die Kugel. Nochmal in die Bump Map. Editiere die Funktion. Gucke, dass ich das hier ausgewählt habe. Und neben der Störung hier von Voronoi findet man noch den Button Edit. Den kann man einfach immer mal klicken, weil sich hinter diesem Edit immer andere Punkte befinden, die man da ändern kann. In diesem Fall hat man diese zwei Möglichkeiten.
die man hier auswählen kann. Da kann man mal rumklicken und mal gucken, was für Auswirkungen das hat. Ja, jetzt sieht das Ganze schon so aus. Mit diesem. Da sieht man wieder nichts. Und einfach mal rumprobieren, was einem da so zusagen würde. Auch nicht schlecht. So zum Beispiel. Und dann, wie soll das Profil sein? Rund oder so. Oder mehr so. Ja, das sieht schon gar nicht mehr nach Kugel aus. Da kann man schon alleine so ändern. Flach ist einfach so. Oder weich gerundet wäre halt eben so. Ich lasse das einfach mal jetzt auf so stehen. Sage okay. Wir haben noch nicht wirklich viel gemacht. Wir haben einfach hier nur dieses einfache Fraktal hinzugefügt, Bump gegeben und Displacement. Und siehe da, die Kugel sieht schon ganz anders aus. Ich rendere das Ganze jetzt noch einmal. Was eben genau so aussieht. Und ja, ich doch recht cool finde, ja, was man Kugel alles so machen kann. Okay, man kann die Bump Map an sich auch noch, oder das Displacement dafür, halt eben in der Größe noch verändern. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, ich gebe dem eine 3 und eine 3 und oder eine 1,5 und eine 1,5 und hier eine 800 und hätte dann das hier als Ergebnis. Zusätzlich kann man hier natürlich den Filter noch verändern. Ich rechte Maustaste wieder, Edit Filter und füge hier mal einen Punkt hinzu. So, okay. Das sieht mir nicht richtig in der Ecke da aus. So, oder holt das Ganze hier noch ein bisschen höher. Ja, da kann man die Bump entsprechend einstellen. Und wie gehabt, auch hier, ich stelle es mal wieder andersrum ein bisschen, noch diverse zusätzliche Punkte hinzufügen oder halt eben einen fertigen Filter schon auswählen. Wenn man sich immer einen erstellt hat, ist es immer gut, wenn man sich das wegspeichert, dann muss man den nicht 100-mal erstellen, sondern kann den eben einfach wieder aufrufen. Gerade wenn man noch in der Probierphase ist. Und kann das Ganze natürlich auch wieder abrunden. Sage okay. Und rendere das nochmal. Und da ist unsere kleine Kugel. Den Filter setze ich mal eben wieder zurück. Und auch hier die Werte lasse ich einfach mal wie sie waren. Und zeige stattdessen, dass man hier noch andere Dinge vornehmen kann. Wieder rechte Maustaste. Funktion editieren und füge einfach mal einen weiteren hinzu. Der übernimmt automatisch jetzt das, was hier war, weil ich den zuvor markiert hatte, die gleiche Funktion ausgewählt hatte, auch mit exakt den gleichen Werten. Ja, wenn man hier also nur wenige Änderungen am zweiten vornehmen will, muss man es nicht komplett alles nochmal neu eingeben, sondern macht halt eben nur so ein paar Änderungen. Allerdings möchte ich hier nicht mit Voro neu arbeiten, sondern ich wähle jetzt einfach mal. Ja, von mir aus bleiben wir hier bei diesen Square Samples. Und füge im nächsten Zug hier auf diese Linie einen Blender hinzu. Ah, der hat immer noch die Verbindung nur hierzu. Und den blende ich mit dem gerade hinzugefügten, auch Attitude. Und ändere hier mal die Werte. Erst einmal setze ich das Ganze zurück, damit ich mal die Grundänderungen sehen kann und verändere hier mal die Einstellungen. Die Filter setze ich auch zurück. So, dass man hier mal ein bisschen was sieht, was man hier macht. Ein bisschen Struktur rausarbeitet. Das Bild aktualisiert sich immer automatisch. Da sieht man immer sofort, was man hier verändert hat.
das Mouse Feature vielleicht ein bisschen weiter weg. Dann kann man hier immer noch wieder einen Wert ändern, zum Beispiel 200. Hier sieht das Ganze so aus. Und ja, man kann hier nicht nur diese Einstellung verändern, sondern wie vorhin schon gesagt, auf Edit einfach mal klicken. Dann sieht man, dass man hier noch ganz andere Möglichkeiten hat. Das ist jetzt Pyramide. Man kann aber auch eine runde Pyramide nehmen. Ja, und da sieht man automatisch an der Vorschau immer jeweils, wie sich das Ganze verändert. So zum Beispiel. Und wie viele Durchgänge. Das höchste ist 4. Oder man stellt es eben so ein. Kann man mal ausprobieren. Kann auch hier den Haken setzen. Und man sieht, das Ganze verändert sich. Oder hier auch den Haken einfach mal wegmachen. Wie man meint, einfach mal rumspielen und ausprobieren. Dann, ja, vielleicht rendern wir das erstmal so. Ich sage okay. Und wir gucken das Ganze einfach mal an, was dann momentan eben so aussieht. Oder das als Ergebnis hat. Und gucken wir mal nach dem Blender. Auch diesen kann man verändern. Mal gibt es nicht nur den Blender, sondern hier den Combiner zum Beispiel auch. Also der kombiniert mehr als nur zwei. Der Blender hat nur diese zwei. Der Combiner hat auch erstmal nur zwei. Aber wenn man hier noch einen Knoten hinzufügt, hat man hier unendlich, kann man immer wieder wegziehen. Und der kombiniert alle Knoten, die man so nebeneinander hat und miteinander direkt oben verbinden möchte. Ups, den Blender kann man auch hier umstellen für die Methode zum Kombinieren. Also zum Beispiel hinzufügen. Oder als Max. Oder Min. Ja. Oder abziehen. Oder multiplizieren. Mit am häufigsten, wenn ich Blend oder Add, ist hier Minimum. Was ich so einstelle, jetzt sind diese beiden miteinander verbunden. Allerdings auch nur die Bump. Displacement geht hier ausschließlich nur hierhin. Das heißt, der kommt hier nicht beim Blender an und auch nicht hier bei diesem. Also der arbeitet rein mit diesem hier. Man kann das auch wegziehen und dort mit verbinden. Dann hätte man jetzt so ein Ergebnis. Aber oder halt nach da. Ja, dann sieht es halt eben so aus. Wenn man diese gesetzten Knoten mit dem Displacement verbinden möchte, dann setzt man es halt eben zum Blender direkt hin. Ich für meinen Teil setze es erstmal nur hier oben hin. Und füge stattdessen noch einen Knoten hinzu. Also solange man nur einen Blender nimmt, ist das keine Kunst. Ne? Man weiß, das muss auf irgendeine Linie, wo man es eben hinhaben möchte, und fügt da einfach den Blender hinzu. Etwas anderes ist es, wenn man sich denn mit dem zweiten Punkt beschäftigt. Ich verschiebe das hier mal alles ein wenig. Dann muss man überlegen, soll das, was ich jetzt noch mit hinzufüge, jetzt zum Beispiel mit diesem Knotenpunkt hier verbunden werden, oder sollen erst die beiden miteinander harmonieren und dann kommt der nächste Knoten erst darunter. Ja, in meinem Fall füge ich jetzt hier einfach mal einen neuen Knoten hinzu und füge einen neuen hinzu, auch das verbinde ich miteinander, auch wieder Attitude. Und ändere den jetzt einfach mal von mir aus hier zu einem Geländefraktal. Je nachdem, wo man was hinschiebt, sieht man ja, was für Auswirkungen das hat. Zumindest hier bei dieser Kugel. Das bedeutet also, diese beiden harmonieren miteinander, werden in diesem Blender zusammengefügt und im Anschluss daran kommt erst dieser hier.
Ja, sonst hätte man den da drüber hinzugefügt. Muss man eben aufpassen oder überlegen, was man haben möchte. Und auch diesen Blender kann ich natürlich wieder ändern. Da kann ich auch immer noch sagen, den hätte ich gerne als Blend oder hinzugefügt. Obendrauf. Als Minimum abziehen oder multiplizieren. Ich nehme hier mal Max. Okay, und rendere das Ganze nochmal eben. Das Ganze sieht dann so aus und hat ein wenig mehr Struktur. Okay, wenn man möchte, kann man auch, also hier sind keine Grenzen gesetzt, aber man sollte halt eben immer bedenken, das Ganze sind Funktionen und die möchten von Vue her erst immer gerendert werden. Also sollte man sich schon immer überlegen, was man hier macht, vor allen Dingen, ja, wenn das Rendern eines Bildes halt eben immer länger und länger dauert, dann liegt das garantiert hier an den hinzugefügten Funktionen. Man kann hier aber allerdings noch diverse unterschiedliche Filter zum Beispiel hinzufügen. Erstmal kann man hier nochmal gucken, was ist denn jetzt, wenn ich das Ganze hier direkt dem hinzufüge. Ja, dann wäre das jetzt so eine Kugel. Oder halt eben dem hinzufüge. Dann wäre das halt eben so ein Ergebnis. Kann man mal zwischendurch gucken, wo man denn meint, wo man das am besten hinzufügt. Wohlgemerkt betrifft das natürlich Displacement. Ja, hinzufügen kann man auch an jeder dieser Stellen hier ein Filter, zum Beispiel jetzt einfach mal hier unten. Fügen wir für die Bump noch einen Filter hinzu und wählen zum Beispiel Brightness und Kontrast. Hat dann hier zwei Regler, mit denen man eben genau jenes einstellen kann. Also die Helligkeit und den Kontrast, wie extrem soll denn das Ganze sein? Ja, immer auf das Bild achten, sofern man die Möglichkeit hat, sich das Ganze anzeigen zu lassen, denn nur mit dieser Vorschau hier kann man nicht wirklich viel anfangen. Ja, das ist immer schöner, wenn man direkt in der Vorschau schon sieht, wie sich das Ganze verändert. Und davon gibt es halt eben jede Menge. Da gehen wir noch näher drauf ein. Okay. Unter der Lasche Effekte findet man hier noch auch wieder die Richtung von dem Material an sich. Ups, das wollte ich nur einmal klicken zum Aktualisieren. Die man natürlich auch wieder ändern kann. Also zum Beispiel 35, 50 und 12. Und schon hat man nur noch sowas. Ja. Oder man lässt diese und ändert wieder nur ein. Ganz so, wie man das haben möchte. Ja, vielleicht ändert man den ja hier in 12. Kommt natürlich immer darauf an, man muss immer darauf achten, wie die Achsen hier auch eingestellt sind, wie man das entsprechend verändert, so zum Beispiel. Kann man eben nochmal rendern. Und hätte dann zum Beispiel so ein Ergebnis. Wem das Ganze an und für sich so gefällt, aber irgendwie die Übergänge da doch noch nicht schön genug sind, der kann hier unter Bumps das Ganze noch ein bisschen weicher gestalten. Und die Qualität erhöhen, wobei die Qualität natürlich einmal mehr wieder die Renderzeiten verlängert und man hier auf 4 wirklich nur gehen möchte, wenn das mal ja, ein Top-Bild mal werden soll. Ja, dass man hier also wirklich hohe Qualität braucht, weil das Ganze auch recht nah vorne an der Kamera ist oder so. Okay, ich rendere das Ganze jetzt nochmal zum Abschluss für diesen Beitrag. Was dann jetzt eben so aussieht, hier vorne sicherlich ein wenig sehr hell, was eben mit der Lichteinstellung an sich zusammenhängt, aber das ist ja erstmal egal.
Ja, im nächsten Beitrag werde ich mich mal den Themen widmen, hier mal Farbe zu vergeben, was mit dem Material an sich überhaupt ist, ob jetzt nur eine Kugel, ein Objekt oder ein Metablob verwendet werden sollte und wo denn da die einzelnen Unterschiede liegen und so weiter. Okay, ich bedanke mich recht herzlich für das Ansehen meines Videos.